Rückbank. Rendezvous. Das ist ein guter Anfang, Malte. Hallo, liebe Leute. Hi. Hi. Hallo, Malte. Schmatz, schmatz. Schmatz, schmatz. Malte ist gerade eine Pizza. Ist noch eben eine Pizza. Genau, und leiten damit quasi eine neue Folge ein vom Rückbank-Rendezvous. Rückbank-Rendezvous. Rückbank, das ist nicht so gut wie letztes Mal, als wir hier saßen, ne? Ja, da hatten wir jetzt auch schon den Folgentitel. Ja, stimmt. Verkackt, hä? Ja, richtig. Naja, nicht schlimm. So ist das. Alles gut bei dir? Alles gut bei dir. Schön. Schmeckt die Pizza? Schmeckt. Schmeckt. Tiefkühlpizza ist mein Guilty Pleasure. Nennt man das? Ich glaube, das heißt dann so. Ja, ja. Ja. Aber ist das ein Guilty Pleasure oder ist das einfach dein Leibgericht? Also in meinem Pizzakonsum ist das schon auf jeden Fall guilty. Okay, also ist das also viel? Ich esse viel Tiefkühl. Nein, ich esse nicht. Ich esse gesund und frisch, aber manchmal aber oftmals auch okay. Tiefkühlpizza. Gerade ist ja sehr unkompliziert, Tiefkühlpizza. Ja, das stimmt. Es ist relativ einfach, wenn man es nicht vergisst. Aber nur im Angebot kaufen. Boah, ich habe mal eine Tiefkühlpizza im Ofen vergessen. Eine ganze Nacht lang. Oh, das klingt, als ob da Alkohol im Spiel gewesen wäre. Ja, ein bisschen. Ich hab halt bin nach Hause gekommen und so um 11 oder so war das. Mhm. Also noch relativ früh. Und habe gesagt, ich mache mir jetzt noch eine Pizza. Mhm. Hab mir den Ofen getan, hab mich ins Wohnzimmer gesetzt, vor den Fernseher und hab da so ein bisschen Fernsehen geguckt. Bin dabei eingepennt und um 6 Uhr aufgewacht und dachte, mein Gott. Das ist, irgendwie riecht's komisch und es ist nichts passiert, okay. Nur dass die Pizza so um die Hälfte geschrumpft war und einfach nur so ein schwarzer Bröselhaufen war. Aber, ja. Also die Stromrechnung davon will ich jetzt nicht unbedingt sehen, aber nun gut. Das hat wahrscheinlich ja, ein bisschen... Pizza essen ist gefährlich, aber ich lebe auch gefährlich. Tun wir alle. Deshalb, ja. Ich glaube, seit, weiß nicht. Willst du ein Stück? Halben Jahr. Ein Stück? Nee, danke. Ja, schneide was ab. Ich hab noch Cappuccino-Geschmack. Ah, ja. Das soll man ja nicht vermischen. Mhm. Ne? Ja, aber Tiefkühlpizza nur im Angebot kaufen. Ich wohne neben einem Reisebüro und ich wohne neben einem großen Supermarkt. Ja. Und deshalb bin ich immer sehr gut im taktisch klugen Pizza kaufen. Weil dann kann ich immer direkt eben kurz vorbei, dann sehe ich, Angebot, zip zap. Kaufst du dann auch nur die gute? Also die vermeintlich gute, die etwas, ich sag mal, die Hausmarke und im Dreierpaket oder eher dann doch die einzeln so viel kostet wie 6? Also ja, immer noch nicht so teuer. Wirklich gute Frage. Ich schwanke auch oft. Oft mache ich es dann so, wenn es im Angebot ist, hole ich mir die Qualitätspizzen. Ja. Und wenn sollte man wirklich, aber eigentlich macht dieser Laden, bei dem ich das kaufe, hat immer eine Pizza im Angebot. Ja, es gibt ja auch mehrere Qualitätspizzen. Ja, genau. Aber manchmal ist das dann auch so, dass der irgendwie so einen ollen, abgefahrenen Kram im Angebot hat, so Calzone und sowas, ja. Auf das ich dann vielleicht in dem Moment nicht so viel Bock habe. Und dann steige ich dann manchmal wirklich um auf die Hausmarke, die auch teilweise sehr gut ist. Also okay. es gibt so eine Caprese und so, oh, ja, okay, ist da, gut. Weil das habe ich nämlich häufig, ich denke immer bei diesen Hausmarken, ist einfach immer so ganz, ganz wenig Käse drauf. Ja, kannst du eine Scheibe drauflegen. Ja, boah, kennst du das noch? Das ja, ich als, klar. Das war erste Kocherfahrung von mir, waren ja auch auf Tiefkühlpizza, vielleicht ist es deshalb so, dass ich noch so eine starke Verbundenheit dazu habe. Aber da hat man sich einfach nochmal diese Pizza genommen und dann nochmal eine Scheibe Käse draufgelegt. Also so geflattert den Käse so. Ja, das ist sowieso, und dann draufgelegt. Das ist sowieso clever, wenn man noch Ausschnitt hat, der eigentlich weg muss, aber man... Wenn man mal durchrechnet, wie oft man noch frühstückt zum Beispiel und wie viel Brot man noch hat und man wird sie nicht los, einfach alles, was man noch hat, auf eine gekaufte Margherita legen. Weil wenn man jetzt eine Pizza mit Lachs nimmt oder so, die ist ja exorbitant teurer im Einkauf, also als Tiefkühlpizza. EK ist es im EK im Einkauf. Achso, ja, klar. Ich wollte jetzt gerade hier so BWL gelabert. Ja, ist es im EK kostet. Und wenn man dann einfach dann noch seinen Kram da drauf schmeißt, den man dann eh loswerden muss, weil es sonst verschimmelt, dann hat man eine super Pizza. Wir fangen schon wieder an mit Lifehacks hier. In meinem Bekannten- und Freundeskreis habe ich für die letzte Podcast-Folge, die wir bekommen haben, viel Kopfschütteln geerntet. Wirklich? Ja, wirklich. Und da wurde ich dann so von so Kumpels begrüßt. Mit, Alter, wusstest du das mit dieser Sonnenwitze? Das ist wirklich nie... Alter, ich hab Ehreinbußen, wie heißt das? Nein, Ehre verloren in meinem Freundeskreis. Ja, krass. Also Ansehen verloren. Okay, ja, Dummheit. Ich habe das immer wahrscheinlich gut überspielt vorher, aber... Ja. Ja.
Oh, ich mach mal dein Gain doch ein bisschen weniger hier. Ja. Denn Niki ist heute großer Technikbeauftragter, weil Janis nicht da ist. Und dann wurde gerade eine Telefonkonferenz gemacht und Janis hat kurz erklärt, wie man das hier macht. Ja. Und ich war erstaunt, wie große Skills hier doch Niklas bei der Technik hat und hat hier nochmal eben fachmännisch das Gain runtergedreht. Ja, weil also gerade immer, wenn du etwas lauter geredet hast. Ich hoffe, dass das im Nachhinein alles halb so wild ist und so. Und dass das alles klappt. Und ich meine, sogar die Podcast-Folge, die aufgenommen wurde mit einem Handy, war ja qualitativ wirklich hochwertig. Ja, gut, aber wahrscheinlich lag es am guten Handy. Ja, das stimmt. Aber ich glaube, dass das dann auch wo wieder geht. Also ich hoffe, dass das so klappt. Ich mache nochmal einen beherzten Biss in die Pizza hier, oder? Ja, das ist eine gute Sache. Malte hat fast die Hälfte geschafft. Mhm. Bist du eher so der Typ, eine Tiefkühlpizza reicht oder auch mal eine zweite? Auch das war früher anders als heute. Manchmal hat man sich ja doch dann die Doppelpackung Pizza, dann, weil man sich gesagt hat, oh, doch großer Hunger, dann jetzt doch eben beide. Ja. Aber nee, da hab ich mich im Griff. Reicht auch eigentlich, reicht muss man auch mal sagen. Einfach mal reicht ist immer ein ganz, sind immer bei mir 15% zu wenig. Ehrlich gesagt. Wirklich? Ja. Okay. Ich hätte gerne, dass Pizzen, also Tiefkühlpizzen 15% größer wären, als sie eigentlich sind. Vielleicht auch 20. Dann wäre ich richtig zufrieden. Mach doch mal eine Petition dafür, das wäre doch was. Ja, Tiefkühlpizzen um 15% vergrößern. Genau, das wäre eine gute Sache. Mhm. Glaube ich auch wohl. Ich finde aber auch, Tiefkühlpizzen sind entweder zu heiß oder halt zu kalt. Also es gibt diese richtige Esstemperatur, gibt's nicht. Doch. Ja, wirklich? Ja, bei mir, ich krieg das ja nicht. Ich ja, okay. Aber ich warte. Ich hab aber auch... Skills mir angeeignet. Weil du halt schon ein paar gegessen. Ich kenne auch meinen Ofen sehr gut. Der auf Pizzen steht ja auch oft drauf, wie lange man die eigentlich reinmachen muss. Das stimmt nie. Du kenne deinen Ofen. Kenne deinen Backofen, sag ich nur. Weil da ist, ich muss, also wenn da drauf steht, so eine amtliche Tiefkühlpizza 12 Minuten oder so. Ja. Ja, kann sein, ja. 7,5. Wirklich? So schnell ist mein Ofen brät. Krass. Wahnsinnig. Der ist irre. Ist ein Geschoss, dieser Ofen. Ich habe immer bei Tiefkühlpizza, gerade wenn da, weiß nicht, eine Salami ist oder so, alles das, was so richtig heiß wird, ich habe immer einen Tag danach so ein verbrannter Gaumen. Ja, und immer so, da geht man da immer mit der Zunge bei und dann kriegt man da so Haut ab und so. Schmerzen, die man, unangenehme Gefühle. Das ist Kacke. Aber hier, kennst du dieses Gefühl, Zahnstein gemacht lassen? Ja, und dann. Und dann einen Tag lang komplett anderes Mundgefühl, wie man normalerweise. Furchtbar. Ich hatte das teilweise mal eine Woche dann. Oh. Bei mir geht es jetzt so langsam wieder, dass es sich normalisiert hat, aber ey, ich 2 Tage lang, liegt vielleicht auch daran, dass ich wahnsinnig viel Zahnstein scheinbar dann hatte. Weil lange nicht da war. Lange nicht da. Aber. Aber krass, also ich finde es wahnsinnig unangenehm. Zahnarztgefühl nach dem Zahnarztgefühl. Muss ich auch mal sagen, ich habe eine Prophylaxe, wie es ja heißt, also eine professionelle Zahnreinigung, habe ich auch lange Zeit gar nicht gemacht. Bester Rap-Spruch, ich glaube, es kommt von Materia, ich fange wie ein Prophylaxe, weißt du, Prophylaxe. Ja, ja. Finde ich großartig. Egal, ist gut, gar nicht schlecht. Auf jeden Fall, ich habe letztens Termin verschlafen. Oh! Zahnreinigung. Oh, mega. Professionelle Zahnreinigung selber bezahlt, 60 Euro. Nein. Zusatzversicherung hier. Oh. Ist da mit drin. Was? Ja. Also bezahlst ein bisschen was im Monat, aber dafür hast du dann auch die Zahnreinigung mit drin. Spießertalk mit Niklas und Malte. Aber also, es lohnt sich. Es lohnt sich. Finde ich wirklich. Und man macht es dann halt auch einfach und denkt nicht so, ja. Oh, hier, das wollte ich nochmal sagen, wo wir gerade beim Thema sind. Es gibt doch diese Bonushefte von Versicherungen. Kennst du, also von wenn du, große Versicherungen haben doch immer diese Bonusaktion, ja. Dass du Punkte sammeln kannst, wenn du bestimmte gesundheitsfördernde Maßnahmen für dich privat ja, machst. Ja, okay. Also, ja. Das kannst du denen dann sagen und einreichen und dann kriegst du dafür Punkte und dann kriegst du eine Belohnung. Also zum Beispiel, wenn dein BMI stimmt. Wenn du regelmäßig einmal im Jahr eine Prophylaxe machst, wenn du in einem Fitnessstudio angemeldet bist. Wirklich, das kannst du da reinreichen. Und für sowas kriegst du dann Punkte. Also dann kriegst du dann halt für den richtigen BMI kriegst du 50 Punkte. Für eine Mitgliedschaft im Fitnessstudio 50 Punkte. So. Ja. Die rechnest du zusammen und wenn du dann auf einen bestimmten Punktestand kommst,
dann kriegst du am Ende des Jahres eine Belohnung. Also ein bisschen Geld wieder, oder was? Ja, und das ist es halt. So, und ich habe mir das angeguckt, weil ich dachte, weil ich ein Fuchs bin und dann auch manchmal denke so, oh ja, ach, vielleicht, ne, krieg ich denn coole Sachen oder sowas. Ja. So, und dann, also ich nenne mal den Namen meiner Versicherung jetzt nicht, aber das, dann habe ich gesagt, für so eine Scheiße, soll ich doch hier nicht meine Rechte so nicht ein. So, nee. Ich habe da, also das sind wirklich nichts cool, keine coolen Sachen und ja. Es würde sich auch, also man hat es dann umgerechnet. Also geht es um Sachpreise es dann zum Beispiel? Es geht einerseits um Sachpreise. Okay. Das war eine scheiß Sporttasche. Und ja, davon hat man immer 8. Ja, und so, und dann so, oder so. Ja, sie können sich das aber auch in Geld auszahlen lassen. Und dann waren das so fucking 35 Euro oder ja, so. Das ist ein bisschen für etwas, wo man mal so umrechnet, wie teuer ist die Mitgliedschaft im Dingens. Ja, Fitnessstudio. Und ja, so. Gut, wenn man's und das hat sich einfach nicht gerechnet. Das macht halt nur Sinn, wenn man es halt eh macht. Also wenn du eh im Fitnessstudio bist und regelmäßig da auch teilnimmst. Ist mir egal, ich esse noch ein Stück Pizza. Genau. Wenn das deine Versicherung hört, dann kriegst du aber gar nichts mehr. Ja. Nee, aber ey, Spießertalk mit Malo und jetzt sag wieder Jan. Und Jan. Letztes Mal dich verwechselt und diesmal mich. Mhm. Ja, aber so diese ganzen Versicherungssachen, ich steig da auch nicht mehr durch, was es alles gibt und so. Also, weiß nicht, irgendwie, das wird abgebucht. Und dann hofft man, dass man das nie braucht, irgendwie. Was, ja, Hausratversicherung, Unfallversicherung. Ich habe letztens gemerkt, dass ich eine Unfallversicherung habe. Ist gut. Das ist gut für mein Knie, weil mein Knie ist kaputt und ich habe ein zu großes Stück um Pizza im Mund. Erzähl doch mal, Niklas, wie ist das mit dem, was hast du mit dem Knie? Ich hatte mir einen Kreuzbandriss zugelegt. Das ist ja heutzutage schon 6 Monate. 6 Monate fällt man aus. Ein Jahr sogar. Oh, du bist kein Profisportler. Richtig, weil ich nicht jeden Tag an meinem Bein behandelt werde und nicht jeden Tag ewig viel Sport machen darf, beziehungsweise kann, ohne dass das die Versicherung halt nicht bezahlt. Wurde mir nahegelegt, ein Jahr Pause zu machen mit Kontaktsport. Also Kontakt- und Wechselrichtungssport. Also Tennis wird zum Beispiel schneller gehen, weil man keinen Gegnerkontakt hat. Ja. Nur diese seitlichen Bewegungen sind Squash? Natürlich... Ja, ist auch... Ist aber mit schnell Bewegen, abstoppen und so, das ist auch nicht so gut. Ich denke, also Fußball wird ein Jahr wird Pause sein. Aber Fußball ist cool. Ja, ich finde es wirklich cool. Und gleich läuft auch wieder Bundesliga. Ja, wir machen samstags, ne? Ja, genau. Nee, wir haben noch gar nicht gesagt, was für einen Tag wir haben. Wir haben Samstag. Und es ist, 13 Uhr. 13 Uhr. Quasi. Ja, deine Vorgabe war, wir müssen bis 15:30 Uhr muss ich zu Hause sein. Ja, und woran lag das wohl? Das kriegen wir locker hin. Ja, das denke ich auch. Nee, aber wegen meinem Knie. Ich habe mir beim Fußball das Kreuzband durchgerissen. Und es ist schon ein bisschen her. Wurde da jetzt operiert und bin jetzt auf dem aufsteigenden Ast. Also bald ist wieder alles. Und schlagzeugtechnisch macht das nichts, schlagzeugtechnisch, ich war auch erstaunt, als das passiert ist, dachte ich als erstes... Tour absagen. Ja, das ist vor der Tour passiert. Ich sag mal, weiß nicht, glaube ich 3 Wochen vorher, dachte, oh nee, jetzt müssen wir die ganze Kacke da absagen. War aber nicht so, weil dieses Sitzen und Anbeugen und so ging halt relativ schnell wieder und dementsprechend war das alles kein Problem mit einer Schiene vernünftig und so, dann ein bisschen aufpassen, ein bisschen weniger den Hänger ausladen, war ja auch mal ganz schön. Und ja, dann war das alles in Butter. Ich muss mal den Kaffee runterdrücken. Oh, ne? Ja, drück den Kaffee runter. Damit ich mir den wieder übers Handy gießen kann. Er drückt. Aha. Ich drücke. Mhm. Oh, das wird eine gute Crema, ich sehe das jetzt schon. Wieso ist das eigentlich so, dass das bei solchen French Presses auch Crema gibt? Ich weiß erstmal schon mal nicht, warum das French Press heißt. Wahrscheinlich, weil das aus Frankreich kommt. Kommt das aus Frankreich? Bist du sicher? Ich schätze. Also, ich gehe mal davon aus. Ich weiß es aber auch nicht. Und wieso das dann bei einer French Press so eine gute Crema? Ja, also diese Crema kommt, glaube ich, gerade wenn man diese Siebträger hat, also die man auch bei Bäckereien oder so oder in Cafés hat. Das kommt durch den Druck. Das hat dein Mitbewohner mir mal erzählt. Ja. Der uns auch schon. Die dritte Partei. Die dritte Partei, der uns auch gerade schon mit Espresso und Cappuccino versorgt hat. Das war unfassbar lecker. Auf jeden Fall, der hat mal gesagt, dass das dadurch kommt, dass die Bohnen durch den Druck quasi, dass da das Öl rausgepresst wird. Ja. Und dementsprechend. Hört ihr das? Oh, das hört sich so gut an, ne? Dass das Öl da rausgepresst wird, was dann diesen Schaum bildet. Ja. Und deswegen hat man das bei Filterkaffee nicht.
weil das einfach durchläuft und da gar kein Druck drauf ist, aber diese Siebträger, da kommt ja richtig Druck drauf, so, und dementsprechend soll das wohl so sein. Ja, du bist ein kleiner Barista. Ich nicht, nee. Barista. Ja, also die dritte Partei, die ist wirklich, muss man sagen, der hat's drauf. Der ist ein Kaffee-Genie. Ja, das ist krass. Malte, ja. Über was wollten wir heute alles reden? Wir haben uns im Vorfeld ein wenig Gedanken gemacht, über was wir sprechen könnten. Mhm. Wollen wir mit was anfangen, was mit Musik zu tun hat, oder wollen wir über was reden, was nichts mit Musik zu tun hat? Ich finde, wir sind ein Podcast, in dem wir viel über... Ja, komm, wir machen erstmal was mit Musik und dann machen wir... Erst was mit Musik, ja. Okay, dann fang du doch mal an. Mit... Ja, weiß ich auch nicht. Was wollen wir als erstes nehmen? Mich würde interessieren... Wir gehen mal chronologisch vor. Okay, wir gehen chronologisch vor. Und zwar haben alle erzählt, wie sie zur Musik gekommen sind. Mhm. Alle. Yeah. Außer dir bisher. Und Janis und ich haben die Abgründe von Exit besprochen. Oh, ja, habe ich mir angehört, fand ich gut. Ja. Ja. Und ganz genau. So fing das an. Und jetzt würde ich gerne wissen, wie bist du denn zu Gitarre eigentlich gekommen, dass du gesagt hast, ich spiele Gitarre? Ich habe das mit einem sehr guten Freund früher angefangen. Ich hatte privaten Gitarrenunterricht von dem Bruder von Janis. Wirklich, also der große Bruder von Janis spielt auch Gitarre. Es ist eine Gitarristenfamilie. Absolut. Die Peters Männer sind Gitarristen. Ja. Und ich kannte Janis damals noch nicht. Aber dem Bruder von Janis, dem großen Bruder. Der hat mir Gitarrenunterricht. Bei uns zu Hause, meine Eltern hatten im Garten immer so einen Bauwagen. Mega geil. Ja, und darin wir zwei dann Gitarrenunterricht gekommen und dann waren wir zu dritt in diesem coolen Bauwagen und dann haben wir da auch coole Songs gemacht. Ich weiß gar nicht mehr, was da so am Start war. Wir haben auf jeden Fall immer sehr lange für erste Songs gebraucht, das weiß ich immer noch. Ja, aber es gab direkt E-Gitarrenunterricht. Es gab jetzt nicht diesen, du hast keine Akustik-Gitarre nicht diesen gemacht? Klassischen Akustikgitarren-Dingsbums. Nee, es wurde direkt gerockt. Es wurden direkt Power-Chords geschrammelt. Ja, direkt. Und ja, mit 15 Watt Marshall-Amp. Was meinst du, wenn ich jetzt, weil ich kann ja ein Lied auf einer Gitarre spielen, zur Hälfte. Das ist ja von Oasis. Das hast du aber auch geschrieben. Genau, das habe ich geschrieben. Das hat sich so etabliert, dass ich das geschrieben habe. Wie lange würde ich brauchen, um so zwischen den, also ich will einfach so, ich sag mal, 15 Akkorde, die so cool sind, einfach. 15 Akkorde? Ja, insgesamt. Es gibt doch gar nicht 15 Akkorde. Ja, es gibt ja auch verschiedene Griffweisen. Ach so, also, okay. Weißt du, ja, also ja, höher, ja. Mal tiefer. Ja, 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 ja. So, also nicht in einem Bund, sondern halt... Also, du willst einen Power-Akkord lernen. Nee, ich will einfach nur wissen, wie lange ich brauchen würde, damit ich zwischen, also 15 verschiedenen Griffen, so, zwischen A, das kann ich, so ungefähr, ne? Ja. Ja, dass ich... das halt hinkriege, ohne jetzt mir andauernd, weil zum Beispiel bei Wonderwall ist es so, ich kann diese Akkorde nur in dieser Reihenfolge spielen, weil ich das sonst, sonst vergreife ich mich. Ja. Und dass man halt von einem E auf ein A greifen kann, aber von einem E auch auf ein G. Ja. Ohne dass man dann wieder, ich kann eigentlich nur vom E aufs A. Wie lange das dauern würde, wenn ich mich da jetzt hinsetzen würde und würde das üben. Weil ich würde das alles voll gern können. Ich würde auch voll gern Klavier spielen können. Ey, aber ich habe einfach keinen Bock, das YouTube zu machen. YouTube-Tutorial 6 Tage. Wirklich? Kriegst du es unter einer Woche hin. Du bist ein kluger Kopf. Okay. Ja, vielleicht sollte ich mich da einfach mal dran setzen, ne? Ja. Weil, also wirklich, wenn du anfangen willst, Gitarre zu lernen, ist das wirklich keine... Weil ich will ja jetzt hier keine Raketenwissenschaft. Ja, ich will keine ausgefuchsten Solos können oder so, aber ich möchte halt gerne einfach mal so ein paar Akkorde am Stück spielen können, um dann vielleicht, weil ich jetzt ja auch aufnehmen kann, wie du jetzt hörst willst, und dann siehst. Dann jetzt ein kompletter... Du könntest Home-Recorder werden irgendwann. Ja, und da hätte ich eigentlich ganz viel Lust zu, nur das Problem ist, wenn man nur ein Schlagzeug spielen kann, dann wird es halt super nervig, wenn man daraus halt ein Lied bauen will, weil man gar kein, also man hat vielleicht eine Melodie im Kopf, aber die kannst du ja nicht aufs Schlagzeug übertragen. Ja. Und dafür bräuchte man ein Melodieinstrument, was zumindest so ein bisschen die Stimmung des Liedes vorgibt. Ja, das kriegst du hin, Niklas. Okay. Wirklich. Vielleicht machst du mir so ein bisschen Hoffnung, dass das nochmal klappt. Ja. Aber wir schweifen total ab, weil du wolltest noch erzählen, glaube ich, was nach deinem Unterricht mit deinem guten Kumpel und Janis Bruder, ja.
Ah, da müssen wir kurz mal erzählen. Janis hatte ganz lange die SIM-Karte von seinem Bruder noch, immer wenn man ihn angerufen hat. Ja. Und der ist nicht dran gegangen. Kam so, hallo, hier ist die Mailbox von. Und dann kam man so, genau, der kam, das war das Handy von seinem Bruder, der heißt Thomas. Genau. So, ich glaube, das darf man sagen. Mhm. Ja. Und dann kam immer, kurz bevor der eigentlich der Name kommen sollte, kam so eine, ja, so eine ganz, ganz kurze, etwas zu lange Pause. So, wenn man das einspricht, dann macht man ja, hallo, hier spricht die, also hier, dann kommt die normale O2-Stimme, so, hier ist die Mailbox von, und dann musstest du es einsprechen, und dann kam Thomas Petersmann. Und das war immer ein bisschen, das war immer saulustig, weil man, weil Janis war früher, heute nicht mehr, aber früher auch ein Typ, der mal, also wo man, den man zweimal anrufen musste, bevor er ins Telefon gegangen ist, weil er das nicht gehört hat oder sowas. Genau. Hat sich absolut geändert. Ja. Es gibt jetzt andere Leute in der Band, bei denen das so ist. Da klingelt das aber bei denen auch nur dreimal und dann auf einmal ist wird man weggedrückt, ja. Nein, ist aber nicht so schlimm. Ist nicht so schlimm. Geht noch. Aber das ist bei Janis war es sehr lustig, weil das war der das Bruder, ich glaube, der hat Bruders, das fünf Jahre oder so. War immer dann, dass die Mailbox kam und man sich dann, am Anfang hat man sich immer gewundert, wieso rufe ich jetzt den Bruder an? Ich wollte doch Janis anrufen. Naja, auf jeden Fall, du hast dann Gitarrenunterricht genommen und dann habt ihr euch entschlossen, auch eine Band zu machen. Ja, natürlich. Ja. Wie alt wart ihr da? Auch so 13? Ja, ich glaube, das war ziemlich dasselbe Alter. Ja. Aber ich glaube, wir hätten eine richtig gute Split-Platte machen können. Wie hieß denn eure Band? Exit und Wet Water. Nasses Wasser. Nicht schlecht. Ja, und im Nachhinein betrachtet ein richtig guter Bandname, finde ich immer noch. Findest du wirklich? Ich finde den gut. Ja, finde ich gut. Ich finde es besser als Exit, muss ich sagen. Ja, Exit ist, aber Exit ist cool punkig. Schulpunk-Band ist das. Ja, das stimmt. So muss eine Schulpunk-Band sein. 1, 2, 3 auf die Fresse punk. Ja. Und wir waren da ungefähr auch so alt wie ihr, glaube ich, damals. Ich schätze dann so 8., 7. Klasse vielleicht oder so. Ja, das kann sein. Ungefähr. Und wir hatten, aber wir haben sehr ähnliche Muster. Als ich mir das angehört habe, nochmal von eurem letzten Podcast oder wann das war, habe ich auch gesagt, ja, kenne ich irgendwoher. Wir hatten nämlich auch keinen Bassisten. Das scheint große Problem jeglicher Schülerbands zu sein. Fuck, jeder will einfach nur Gitarre spielen oder Schlagzeug. Aber Schlagzeug gibt es auch nicht so viel. Ja, weil teuer. Wenn du Kinder hättest und dann würde irgendwie deine Tochter oder dein Sohnemann irgendwann ankommen und sagen, ich habe mega Bock, jetzt ein Instrument zu lernen. Und du weißt ja manchmal bei Kindern noch nicht so richtig, ob die da wirklich längerfristig Bock drauf haben. Ja, das stimmt. So, und dann kommt dann irgendwann so, ja, spiel mal eine Gitarre lieber, als spiel mal Schlagzeug, weil Schlagzeug kostet ganz viel Geld. So ein Einsteigerding. Ja, das ist richtig. Naja, egal. Auf jeden Fall hatten wir auch keinen Bassisten oder keine Bassistin und dann standen wir da. Und, aber ihr hattet eine Sängerin. Wir hatten eine Sängerin. Ja, das ist ja schon mal gut. Wir hatten, aber bei uns war es auch... Franzi, ne? Ja, Franzi. Weil Franzi hört den Podcast auch manchmal, hat sie mir nämlich letztes Mal erzählt. Ja, liebe Grüße, LG. LG, ja. Der, aber bevor Franzi in der Band war, hatten wir einen weiteren Sänger. Also einen Schauter. Nein, da war Franzi noch nicht in der Band. Da hat das ein guter Freund von uns gemacht, mit dem ich vielleicht auch zusammen wohne. Partei Nummer 3? Die dritte Partei, der wirklich? Auch... Wirklich? Ja. Das wusste ich noch nicht. Das war aber dann auch eher so, wir hatten damals auch kein Mikrofon oder keine Gesangsanlage im Raum. Du musst einfach nur laut schreien, oder was? Und dann war das auch erster Versuch natürlich, hat nicht geklappt, weil wir keinen Mensch gehört und so. Und dann ging es auch ganz oft dahin rüber, als wir dann PlayStation gespielt haben. Also und dann hat er sich irgendwann... Wir haben also dann ihr PlayStation gespielt. Ja, genau. Und und dann war er dann irgendwann, hat er auch gemerkt, das macht keinen Spaß oder so. Ja. Und dann war Franzi irgendwann dabei. Mhm. Die hat aber dann auch entsprechend ein Mikrofon mitgebracht? Nein. Oder? Ah, okay. auch da war das Problem, dass Franzi sehr laut singen musste, damit irgendwas funktioniert. Aber dann... Kann die dritte Partei singen? Klar. Beef ist ein toller Sänger. Toller Sänger. Okay, krass. Hätte ich gar nicht so. Ja. Und, aber hat man damals noch nichts von gehört. So, weil es war viel zu laut. Ja, klar. Die Instrumente. Ja, wir hatten, wie gesagt, also mein Kumpel, mit dem ich früher dann auch Gitarrenunterricht hatte, war auch der weitere Gitarrist. Warst in der Band. Du Rhythmusgitarrist oder Leadgitarrist? Ich glaube, ich war, glaube ich, eher Rhythmusgitarrist, aber das konnte man damals noch nicht so wirklich auseinanderhalten. Okay. Das war irgendwie alles. Und ein Schlagzeuger. Und dann hatten wir, wie gesagt, keinen Bassist. Und irgendwann so hatten wir dann auch einen Bassisten. Ah, nicht schlecht. Und hattet ihr auch null Auftritte? Hätten einen Auftritt. Wo hattet ihr den Auftritt? Im Schulunterricht. Im Musikunterricht. Ja, gab's mal ein Video zu. Ja.
Gibt's das noch? Ja, wir haben Zombie von den Cranberries gespielt. Ja, aber immerhin. Nicht nur so eine Kacke wie. Nein, Kacke nicht, aber hier Seven Nation Army, das ist ja wirklich für. Das macht ja auch immer keinen Spaß. Und zu der Zeit hatten wir dann noch keinen Bassisten und dann hat der Musiklehrer von uns kurzerhand sich den Bass geschnappt und dann hat er den Song mitgespielt. Geil. Ja, das war cool. Das glaube ich. Ja, und das war dann so der erste Auftritt und danach haben wir uns dann irgendwann aufgelöst. Auch aus Gründen, die, also so. Ach, das ist doch jetzt hier alles auch Kacke. So nicht, ja. Also so, das funktioniert hier auch alles nicht ohne Gesangsanlage und so. War immer sehr anstrengend und so. Dann irgendwann, weil ja auch nervig, dann, weil, ne, ja. kein Mikro. Man merkt halt auch einfach, dass. Strukturelle Probleme! Ja, aber also so Mikrofone und Equipment an sich, das ist schon wichtig für sowas, ne? Mhm. Wir haben jetzt, du warst ja noch nicht im Proberaum, ne? Ja. Jetzt wieder. Ich war ja mit Janis im Proberaum und er hat alles aufgebaut für uns. Nochmal wirklich saunett und. Ey, das ist so geil jetzt, weil wir jetzt alle so Kopfhörer. Ach, alle können jetzt in ihr machen. Alle können jetzt in ihr spielen. Proberaum. Ja. Das ist ja ein absolutes Level-Up für unseren Proberaum und für unsere Probekultur. Ja, also ich habe das schon etwas länger gemacht auch. Ich habe mir irgendwann mal Mikrofone für mein Schlagzeug gekauft, so die mega billigen. So dass man sich halt selber hören kann. Das hat echt viel gebracht auch. Also weil es einfach echt auch viel mehr Spaß macht zu proben, wenn es nicht einfach nur schrabbelt. Und jetzt hat Janis das Upgrade gemacht, dass jeder einfach Kopfhörer mitbringen kann. Ja, wir sind jetzt eine richtige Band. Wir sind jetzt eine richtige Band. Und wir haben, weißt du, wie viel Platz diese fetten Monitorboxen weggenommen haben in dem Raum? Das sieht so aufgeräumt aus. Können wir die jetzt verkaufen? Theoretisch kann das sein. Wenn jemand aber von euch Monitorbox kaufen möchte. Ich habe Janis gefragt. Info at. Ja, ich hab Janis gefragt, wie sieht's aus? Brauchen wir die jetzt noch? Und er hat gesagt, ich wusste, dass das kommt. Er will die, glaube ich, ganz gerne noch behalten. Weil, ja, ist auch gut. Vielleicht irgendwann auch nicht schadet, wenn man noch mal ein oder zwei in der Hintern hat. Aber so ist das wirklich. Ich glaube, wir können leise proben. Ja, dann. Wirklich sehr leise und das ist auch sehr angenehm für Stimme und Spielakkurat. Wie nennt man das? Spielakkurat. Das ist ein eingetragenes Wort. Okay. Im Duden. Die Spielakkurat. Ja, die, also. Oh, ich. Hey, apropos, das, kennst du Stadtlandfluss Fantasiewort? Stadtlandfluss Fantasiewort, aber. Fantasiewort, aber. Das ist das gleiche wie Stadtlandfluss, nur dass du ein Fantasiewort noch als weitere Kategorie hast. Ja, aber das und, ist doch. Weißt du, wie du das machen musst? Du musst dir ein Wort ausdenken. Ja. Und das Kontrollorgan ist, das darf nicht im Duden stehen. Okay, das ist interessant. Das finde ich gut. Ja. Aber könnte man denn nicht einfach irgendwie also zwei Wörter nehmen, zum Beispiel Wort mit B, Bananenlampe. Gibt's das dann im Duden? Wahrscheinlich nicht, aber das ist ja jetzt kein, also es ist ja nicht Flubbeldi-Dubbeldi, so als Fantasiewort jetzt. Ja, muss schon, nee, Bananenlampe geht nicht. Okay, also dann gibt es das Wort Banane und Lampe im Duden. Dann ah ja, ist okay, also es darf, muss komplett Zusammensetzung vier wirres Wort sein. Ja. Aber kann man da nicht einfach. Ist noch nicht ganz ausgereift, Mann. Kann man da nicht einfach irgendwie immer was rein, also Glubbel-Dubbel? Zum Beispiel bei G. Ja, zum Beispiel, das ist gut. Blubbeldubbel bei B. Ja, du bist jetzt schon sehr im Flubbelbubbel. Ja, du sagst viel Flubbelbubbel. Ja. Theoretisch. Ja. Ja, aber ich denke mir das noch, ich spinne das noch ein bisschen weiter. Irgendwann spielen wir mal Stadt-Land-Band im Podcast. Oh, vielleicht müssen wir uns so ausreifen, wie man das das ist dann Stadt-Land und dann muss man sich eine Band mit dem ja, und also Stadt-Land-Band, Stadt-Land-Beatsteaks. Also Berlin, also B wäre Beatsteaks jetzt zum Beispiel ja, genau. Und dann noch Stadtland, also Stadtland macht ja total Sinn, weil Bands spielen in Städten, in Ländern. Pass auf, Stadtland, Band und dann Niklas Unterstein macht die Kapazität von. Genau, Kapazität von. Genau, Locations. Oh ja. Naja, aber also die Location auch gerne. Ja, also wenn man jetzt zum Beispiel bei E hat, dann Stadt Erfurt, Land Estland, ja. Dann Band. Editors. Editors, so. Ja, genau. Also ich würde auch dann sagen, dass... The fällt weg, weil das ist egal. Ja. Es sei denn, es ist essentieller Bestandteil des Bandnamens, wie wenn man sagt, kennst du das neue Lied von den Die Ärzte? Ja, sagt man ja nicht. So, also, ne, man sagt, ja, also egal. Ja. Auf jeden Fall, dann Location, E-Werk. Ja. Und Kappa? Und Kappa, weiß ich nicht. Ja, was? Ja. Was? Weiß ich nicht. Skandal. Ja. Niklas Sonnenstein war seine Kapazität deines Ladens. Ich glaube, ich habe auch letztes Mal viel geraten und ich habe das einfach abgenickt. Ne? Ja, aber auch. Indigo Glocksee anscheinend doch 400 aus Versehen. Scheiße, hups. Naja, egal. Ja, aber das machen wir irgendwann nochmal. Finde ich gut. Gut.
Du warst auch noch auf einem, um jetzt komplett Bruch reinzubringen, auf einem Konzert. Ja, ich war im Skaters Palace. Ich in Münster. Wie findest du den Laden? Ich finde den Laden gut. Ja? Mhm. Schön. Ja, ist auch groß, ne? Ist großer Laden, so. Ist ein toll, also liegt auf einem coolen Gelände. Das mag ich am liebsten. Weiß so, ich mich drumherum. Damals war ich auch noch heftiger Skater. Mhm. Ich war sehr schlecht, aber ich habe es versucht und wir waren auch mal in einer Skatehall in Münster. Auch da gibt es YouTube-Videos. Nein. Doch, ich glaube schon. Ich habe dich, glaube ich, mal auf YouTube skaten sehen, Niklas. Ich verrat's aber nicht. Okay. Vielleicht, ja gut, irgendwer kennt es bestimmt und zeigt es jetzt rum dann. Mhm. Nee, aber wir waren auch mal in der Skatehall. Ist das genau da, wo die Skatehall ist? Also Skaters Palace? Oder ist das nebenan? Ist das das gleiche Gebäude? Der Skaters Palace und die Skatehall in Münster? Ich weiß gerade nicht. Also sind da Rampen drin? In dem draußen sieht das so aus. Das ist auf diesem Haverkamp-Gelände. Ja, ich weiß es. Ich war da noch nie. Also ich war noch nie auf einem Konzert da. Ich auch nicht. Also das sieht immer auf jeden Fall ganz nett aus da. Ich war jetzt auch noch nie so richtig. Also ich war nur auf Konzerten da. So. Okay. Naja, auf jeden Fall habe ich mir die Höchste Eisenbahn angeguckt. Tolle Band. Liebe ich ja. Versuche ich ja auch jedem Hörer, jeder Hörerin hier ans Herz zu legen. Ja, sind. Klappt, glaube ich. Weiß ich nicht. Ich glaube, das gut klappt. Ich weiß nicht. Also ich mag die echt gerne. Ich mag das total gerne, das einfach zu hören, wenn man einfach mal so einen ruhigen Moment hat und so, dass einfach, also ich muss das jetzt nicht hören, um in Partystimmung zu kommen, aber so, wenn man nach Hause kommt und dann einfach mal eine Platte davon auflegen, mega gut. Ja, finde ich auch richtig gut. Und die haben es, also live, Alter. Ist gut, ne? Das ist großartig. Ja. Und es ist einfach nur wahnsinnig witzig. So, weil die bauen dann in den Ansagen und so noch irgendwie Geschichten ein und schmeißen sie. Also die sind die absoluten Könige der Ansagen. Und okay. Das wirkt auf der Bühne so, als ob du, angerufen ich oder angerufen. Wecker? Wichtig oder nicht? Glaube ich erstmal nicht. Okay. Erstmal Pause und ruf gleich zurück. Könige der Ansagen auf jeden Fall. Und die schmeißen sich die Bälle so unglaublich gut auf der Bühne zu. Das wirkt so als wie ein wahnsinnig gutes Gespräch, nicht wie eine Ansage. Und das ist total schön, das sieht auf der Bühne. Ich muss mir die auch nochmal antun. Ja, mach das mal. Ja. Mach das mal. Aber jetzt erstmal Pause machen. Ja, und pass auf, ich möchte noch eine Sache, also bezugnehmend auf Folge 3 oder 2. Erzähl mir erst noch ein Stück Pizza. Ja, mach das. Ich erzähl mal. Also. Sven und ich haben uns beim Hütte Rock darüber unterhalten, dass wir beim Rocken am Brocken waren und der Sänger der Leoniden seinen Kopf in eine Pyrofontäne gesteckt hat. Ja. Genau. Und da hatte Sven sich vor allem auch gewundert, dass das so wahnsinnig heiß ja sein muss, weil das war ja wie eine Wunderkerze quasi. Mhm. So, und jetzt wurde gestern, richtig, ne, haben die Leoniden ja im Skaters Palace auch gespielt. Ja. Und die dritte Partei war da. Der wird wahnsinnig gut gefeatured. Ja, absolut. Ne, Sänger und Konzertgänger. Mhm. Und der hat gesagt, dass er wieder seinen Kopf... Ich hab's in der Instagram-Story gesehen. Ah, ja. Ich hab's auch gesehen. Okay. Hat's wieder in diesen Dingen gesteckt. Dreimal hintereinander. Bing, bing, bing. Dreimal den Kopf reingehalten. Ja, genau. Und jetzt... habe ich letztens gesehen, dass in einem Fußballstadion, da gibt es ja immer diese leidige Diskussion, Pyrotechnik, ja, nein. Fußball ist es cool. Gibt jetzt bei Brøndby, glaube ich, das ist Brøndby IF. IF, genau, nicht FC. Dass es bei denen die erste kalte Pyrotechnik-Show gab. Es gibt nämlich wohl mittlerweile Pyrotechnik, die nicht so heiß brennt. Mhm. Also wahrscheinlich ist sie immer noch heiß, aber wahrscheinlich ertragbar heiß. Mhm. Und ich kann mir jetzt nur vorstellen, dass... Weil die Leoniden, ich glaube nicht, dass die immer einen Pyrotechniker dabei haben, um das alles machen zu dürfen. Ein Feuerwehrmann. Ja, du musst ja so einen... Brandschutzbeauftragter der Band. Zum Beispiel Till Lindemann von Rammstein hat diesen großen Pyroschein gemacht. Alter, aber Till Lindemann von Rammstein, der ist genauso wichtig, dass er singen kann, ist, dass der irgendwie Ahnung von Pyrotechnik hat. Ja, genau, richtig. Nein, aber weil er das sonst auch einfach nicht... Also dann würde ihm das keiner erlauben und hätte große Strafen auch wahrscheinlich. Die Gage geht drauf für die... Ja, genau. So, und ich glaube, dass man diese kalte Pyrotechnik dann auch durchaus benutzen kann. Und ich glaube, dass das kalte Pyrotechnik ist, weil sonst kannst du ja deinen Kopf da nicht reinhalten. Oder der ist wirklich komplett bescheuert. Aber das glaube ich nicht. Deswegen, Bezug nehmt darauf, dass wir uns damals gefragt haben, was das ist. Irgendwann kriegen wir das nochmal raus. Aber es geht in die Richtung, glaube ich. In die richtige, wir detektivieren weiter. Machen wir. Kalte Pyrotechnik.
Falls Gut. irgendwer, falls irgendwer, vielleicht, wir können ja die Community, sag ich schon was, die Leute da draußen können wir auch nutzen. Vielleicht seid ihr ja Brandschutzmeister oder Brandschutzmeisterin in eurem örtlichen, ich weiß nicht was, Verein. Ja. Oder habt da einfach Bock irgendwie, dass ihr habt privat Bock immer auf Pyrotechnik und so. Und dann, dann schreibt uns mal, ob es kalte Pyrotechnik gibt. Wir hatten schon mal Pyrotechnik, ne? Weißt du das noch? Schon mal das haben wir selber nämlich gar nicht gesehen, weil das nämlich so versetzt hinter der Bühne und auf der Bühne Haste war. Dingsbums. Und da gibt's ein Foto von, das sieht so saugeil aus, weil da so heftige Feuer... Ja, da sehen so wir so flamm- aus wie eine richtig professionelle Rockband, ne? Da haben die da einfach... So eine, die wirklich, also richtig ja so auffährt. Bands. Ja, aber da, Wahnsinn, also da denken alle Zuschauer, da hat sich die Band aber was einfallen lassen, aber das war gar nicht von uns. Das war standardmäßig Festival. Auf dem Festival, dass nämlich oben auf der Bühne Feuer, ja. Feuer war. So und passte bedingt zu unserer zu unserer Musik, will ich jetzt einfach mal sagen. Aber allein, aber wenn da so ein Refrain mal reinknallt, dann kann auch dann mal ein bisschen Feuer fahren. Der nicht schlecht. Dracarys! Ja, finde ich fair. Es war auch leicht gewöhnungsbedürftig und es wurde ein bisschen warm auf der Bühne. Aber ich habe es nämlich, weil ich ja noch weiter hinsitze, ja. Ich habe es erst tatsächlich auf dem Foto gesehen. Dachte, ja. Oh, das ist, war beim Passau mehr, welche Band hat denn da hier gespielt? Hier im Video von uns, von wo immer du bist, das sieht man richtig, das mal, genau. Da haben wir es natürlich direkt draufgehalten. Ja, klar. Natürlich. Profimaterial. Und natürlich gefilmt, das ist logisch. Wo wir gerade schon bei Festivals sind. Ja. Die ersten Festivals für 2022 sind schon reingeflattert, ja, 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 ne? Ja. Also wir sind hier fleißig am Termin in den Kalender eintragen für den Sommer. Also ja. Das ist schon, da wird es, glaube ich, ich sage noch nicht so viel. Also ein, zwei Festivals wird es geben. Und die ersten Festivals sind draußen, ne? Und die konnten wir jetzt schon bestätigen. Das wurde noch angekündigt, das genau. Erste ist das Festival Rock am Beckenrand. Jo. Rock am Beckenrand im Harz. Im Wolfshagen. Im Wolfshagen im Harz. Ja, so. Genau. Und ein Festival, das, glaube ich, an einem Beckenrand stattfindet. Ja, in einem Schwimmbad. So Freibad. So. Bin gespannt, wie das ist. Ich hatte es auch schon länger mal auf dem Schirm, weil immer wieder mal eine Band gespielt hat, die ich da auch gerne gesehen hätte. Dann habe ich mich dafür interessiert und dann keine Zeit gehabt, hinzufahren. Ja. Aber ich glaube, dass das ein cooles Festival ist. Ich bin mal gespannt. Ich bin auch gespannt. Ich finde es schon cool, wenn die Bühne so ist, dass man halt theoretisch auch aus dem Pool, also aus dem Pool, aus dem Schwimmbecken raus eine Band sehen kann. Finde ja, ich geil. Oder reinspringen kann. Ja, genau. Oder genau. Da könnte man sich auch vielleicht nochmal was überlegen, was man da vielleicht machen könnte. Ja, es bleibt spannend und der Harz ein tolles Fleckchen Erde. Richtig. Der Harz, ich habe ihn ein wenig in mein Herz eingeschlossen, als ich habe vorher Doku geguckt, Hast du? Baumsterben in Deutschland. Ah, oh, das war krass, ne? Ja, und dann sind wir durch den Harz gefahren und erstmal sind wir, als wir da, das haben wir ja alles schon gesagt, haben wir alles schon in der Folge erzählt, aber da ist ein großes Waldsterben im Harz. Mein Herz hat geblutet, wirklich. Ja, das sieht schon scheiße aus. Aber sieht scheiße aus, aber sonst ein sehr schönes Fleckchen. Ja, total. Das Einzige, was man da halt nicht machen kann, sind Instagram-Stories. Weil ja, aber genau, du kommst da rein und hast kein Internet mehr. Also null, niemals. Ja, auch kann auch ganz entspannt sein. Vielleicht ja, ist ja auch gar nicht schlecht, nur manchmal, gerade beim Rocken am Brocken, hätte ich schon gerne ein, zwei Sachen direkt mitgeteilt an Leute. Aber naja, so ist das halt. Und zweites Festival, was wir schon bestätigt haben, ist das Stadtteich Open Air. Ja, in Wittichenau. Wo ist Wittichenau? Im Osten, irgendwo bei Dresden, glaube ich. Ah, oh, okay, wusste ich gar nicht. Ja, das ist, ich dachte, das wäre auch um Ecke. Nee, das ist ein in Stück Dresden. Weit weg. Ja, nicht in Dresden, sondern... Also, halt also im Osten, sagen wir also mal im Ostdeutschland. Irgendwo zwischen im Großraum Leipzig-Dresden, da so Großraum, Kreis rum. Jeweils 150 Kilometer Kreis irgendwo um Dresden. Irgendwo da findet das statt. Aber die Leute, die da wohnen, die werden das kennen. Ja. Und ich glaube, das wird auch ganz schön. Ja, geil. So super. Das freut mich auch, dass wir so weit weg noch, wie wir von zu Hause, wieder ein Festival spielen können. Finde ich gut. Ja, also wirklich zwei Festivals von sind ein paar, die noch dazukommen. Ja. Ich freue mich. Festivalsommer wird immer eine Reise wert. Ja, sehr gut. Ansonsten, hier kleine Info noch, Jack läuft wie ein Länderspiel. Absolut. Wird gut, ohne jetzt zu viel verraten zu wollen, aber es wird, ich verrate es jetzt einfach mal. Ja, verrat's mal. Es wird special Tassen geben. Es wird Tassen. Wirklich? Ja. Tassen. Also Trinktassen. Also Tassen, aus denen man Kaffee trinken kann und Tee. Wird es geben. Ganz, 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 ganz limitierte Stückzahl. Ja, aber James hat gesagt, ich habe mir was überlegt, ihr zack, und hat mir ein Foto geschickt. Ja. Und er hat eine ganz kleine Anzahl von Tassen. Seid schnell am Merchstand, sage ich nur. Die sind super schnell weg, aber wird gut. Ich glaube auch.
Ich dachte, du wolltest was anderes erzählen, was wir noch anzukündigen haben, aber das machen wir dann vielleicht erst ja, das machen wir nächste Woche. Wenn. Oder vielleicht auch ganz spontan. Müssen wir mal ganz spontan, mal gucken. Aber das, Jack, es gibt auf jeden Fall noch eine Sache, die ihr alle noch nicht wisst und die dann noch kommt. Also ihr könnt noch gespannt sein, ihr wisst noch nicht alles, was an dem Abend passiert. Teaser-König, ey, ja, das Spiel. Absolut. Mhm. Ja, aber das Jack, ich freue mich schon mega drauf. Nächste Woche. Das ist genau schon nächste in Woche? Einer Woche ist das. Quatsch nicht. Doch. Heute ist der 14. am 21. Alter, wirklich? Ja. Ups. Wir proben Montag und wir Dienstag. Wir proben Montag und Dienstag. Freitag. Eieiei. Hui, da ja. Habe ich jetzt aber... Das wird gut. Cool. Ja. Dann ist ja auch fast schon Weihnachten, ey. Genau. Oh, fuck. Wie ist das mit deinem Geschenken gelaufen? Hast du schon mehr gefunden? Ja, aber nicht über Zuschriften, so wie ich gefordert habe, sondern anderweitig. Ja. Ich schenke meinen Brüdern zum Beispiel etwas, was nichts Materielles ist, wenn die das hier hören, dann nicht, dass sie das irgendwie... toll, das finde ich gut. Ja, auf jeden Fall irgendwas, weil alle wohnen jetzt mittlerweile woanders quasi. Ja, da muss man ja. Da muss ich auch einfach mal wieder treffen und was ist, wenn ich denen jetzt, weiß ich nicht, was soll ich denen jetzt, ein Handtuch schenken oder was? Das macht ja auch keinen Sinn. Ein Handtuch. Ich habe mal ein Handtuch zu Weihnachten geschenkt bekommen. Ich habe mal meiner ganzen Familie Handtücher geschenkt. Wow, wirklich? Ja, ohne Scheiß. Wollten die das oder war das so ein Notfallgeschenk? Das Ding war, jeder hatte dann sein eigenes, wir waren super viele Leute zu Hause. Sechs. Mhm. Ne, zwei ja. Eltern. Vier. Also vier Kinder. Und wir hatten einen Handtuchverschleiß, der war immens, weil jeder hat sich ein Handtuch aus dem Schrank genommen, ja. Geduscht. Und aufgehängt. Ja. Und dann wusstest du aber, weil die alle irgendwie ähnlich aussahen, und dann hattet das ist mein Handtuch, egal, lieber in eine Wäsche. Dann hast du habe ich jedem eine Farbe geschenkt, mhm. Damit man halt immer weiß, ah, das Rote ist meins, ja. Das Grüne ist meins, das kann ich aufhängen und mehr als einmal benutzen. Das ist ja voll, also wirklich. Umweltschutz, ne? Wirklich. Im Kopf gehabt. Ich dachte, du hättest dann so eingestickte Namen noch drin. Nee, nee, nee. Das einfach nur, cool nee, rein, nur farblich. Cool. Was war das im Nachgang beschissenste Geschenk, was du verschenkt hast? Boah. Oder war alles eine gut? Gute Frage. Oh, ich habe gerade meinen Kaffee geredet und dachte, das wäre mein Mikrofon. ich glaube, als Kind hat man viele Geschenke geschenkt, wo man dann... Einmal Spülmaschine ausräumen. Ja, wo man dann, wo Eltern und Geschwister, glaube ich, sehr kulant reagiert haben. So, wirklich so, ey, gut. Danke! Dafür. Danke, danke! Das ist aber toll. Oh, ja. Das schmeißen wir gleich weg. Ja, oh, wirklich, ich glaube... Ich glaube, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, dass ich wirklich so ein richtig dummes Geschenk hatte. Ja, ich habe tatsächlich... Also hast du schon ziemlich dumme Geschenke? Ja, also ich habe viel mit... Also als unter 10-Jähriger, einstellige ja. Jahreszahl Zahl quasi, habe ich viel mit Gutscheinen gearbeitet. Ja, viel mit Gutscheinen gearbeitet. Doch. Ja. Ich habe meinem Bruder mal einen Gutschein für ein BVB-Eis geschenkt, das weiß ich noch. Ich weiß bis heute nicht, was ein BVB-Eis sein soll. Aber er hat mir dann bis heute vorgehalten, dass ich nicht drauf geschrieben habe, wie teuer dieses BVB-Eis war, okay. Sein sollte. Und ja, es hätte wahrscheinlich Blattgold und Schokolade sein können. Geil, und dann wieder Blattgold, weil Gold und so. BVB-Eis. Ja, das war nicht so gut. Ich habe halt viel mit Zimmer aufräumen. Ich hab tatsächlich, also irgendwann habe ich das, glaube ich, mal gemacht, dass ich meinen Eltern geschenkt habe, dass ich mein Zimmer aufräume. Na gut, ich erbarme mich. Und ja, Niklas, so Spülmaschine ausräumen oder sowas. Aber ja, da war man auch noch ganz jung. Da habe ich auch noch zu Schlafanzug Flashof gesagt. Oh. Habe ich auch mal gesagt. Und zu Keks habe ich Ticks gesagt. Sowas. Das war, glaube ich, richtig, also... Also, wobei, das war noch früher. Also, als ich die Gutscheine geschrieben habe, da konnte ich reden. Konntest du reden und schreiben? Ja. Hast du den gemalt, den Gutschein? Ja, nee, ich habe einfach College-Blockblatt abgerissen. Oh. Und darauf einen Tag vor meiner... Richtig schlecht zusammengefaddelt und dann so da hingelegt. Wow. Aber ich find so Aktionen mittlerweile auch viel besser als... Ja, klar. Ne, wir kommen in, glaube ich, ein Alter, wo man sich... Ja, aber das ist halt, es ist halt geiler, wenn man irgendwie einfach Sachen unternimmt, mit denen man erst nicht gerechnet hat. Also die man nicht geplant hat. Und denkt, geile Idee, finde ich gut, will ich auch. Ja. Find ich immer schön. Das stimmt wirklich. Oh, ich muss mal was nachschieben, wo wir jetzt gerade, also hat gar nichts mit, doch hat auch ein bisschen was mit Weihnachten und Geschenken zu tun. Wir haben ja unseren WhatsApp-Newsletter einstampfen müssen. Ah ja, richtig. Aus
wie heißt das, datenschutzrechtlichen Gründen, nein, nee, Quatsch, so, die AGBs von WhatsApp haben sich ja geändert. WhatsApp hat, das haben, ich habe es auch tatsächlich irgendwann mitgekriegt, weil eine große Tageszeitung, von denen ich den WhatsApp-Newsletter hatte, immer das geschrieben haben, dass sie den Newsletter einstellen müssen, und dachte ich so, ja, warum denn, und haben das erst ignoriert, und die kamen das aber immer wieder geschrieben, und irgendwann habe ich mal gelesen, also hat mich interessiert, warum die das machen müssen. Und ja, also ich weiß nicht genau, ob wir da Probleme mitgekriegt hätten, aber... ich bin mir sehr sicher, ja. Ja, ja, es ist halt, mir wurde dann auch, also ich habe den Newsletter, den letzten, per WhatsApp verschickt, habe auch noch ein paar Nachrichten gekriegt, versuch's doch mal mit Telegram oder Notify oder so. Wir dachten aber, dass das vielleicht nicht alle haben und sich deswegen nicht unbedingt Leute das runterladen. Ja. Und haben uns deswegen dazu entschieden, etwas Oldschooliges zu machen, nämlich den E-Mail-Newsletter. Richtig. Also ein Newsletter, der auf E-Mail-Basis funktioniert. Auch mit der, also wir wissen natürlich, dass man viele Newsletter vielleicht noch per Mail bekommt und so, und dass man vielleicht nicht so super oft in Mail-Postfach reinguckt als eine WhatsApp, also wenn du eine WhatsApp kriegst oder ein Handy guckst, so. Aber ich glaube, das kann halt einen anderen Stellenwert nochmal kriegen. Dann setzt man sich vielleicht nochmal 2 Minuten hin und liest den durch. Genau. Und so, dann nimmt man sich vielleicht ein bisschen mehr Zeit. Auf jeden Fall stellen wir das gerade um. Bitte wundert euch nicht, dass ihr noch keine E-Mail bekommen habt. Also alle, die geschrieben haben, habe ich auf dem Schirm. Ich habe das auf dem Schirm, wirklich. Ich habe eine Excel-Datei. Ja, geil. Und ich konnte den Leuten jetzt aber nicht automatisch immer zurückschreiben. So. Also wundert euch bitte nicht. Wenn ihr trotzdem beim Newsletter dabei sein wollt, der jetzt per E-Mail funktioniert, dann schickt doch einfach eine E-Mail mit Start an post@highspencer.de. Genau. Und dann seid ihr dabei, und dann kriegt ihr jetzt bald in den nächsten Tagen, beziehungsweise nächste Woche oder in den nächsten 2 Wochen, irgendwann den ersten zugeschickt. Ich bin gerade noch dabei, dass der richtig schön aussieht. Da bin ich gerade noch bei. Das ist ein richtiger Profi-Newsletter. Ja, ich vertraue dir da voll und ganz auch. Aber ich finde das gut, dass wir das nicht komplett einstampfen und sagen, jetzt ist egal. Ich glaube, dass auch genug Leute dann sich für die E-Mail interessieren. Und ich abonniere selbst E-Mail-Newsletter von anderen Bands und finde das eigentlich immer ganz gut, weil man ja doch dann irgendwie häufig durch die ganze Menge bei Instagram und Facebook auch mal Ankündigungen übersieht oder so. Und dann kriegt man so eine E-Mail, und wenn man es mit dem Handy synchronisiert hat zum Beispiel, ist es ja quasi wie eine WhatsApp. Ist wie eine WhatsApp. Ja. Und man hat die Möglichkeit eben, wie gesagt, Sachen zu gewinnen, die nur Leute gewinnen können, die bei diesem E-Mail-Newsletter dabei sind. Also hier, wir haben jetzt so eine Aktion für das Jagd gemacht, wo Leute, die da jetzt mitmachen, quasi ein Akustikkonzert vor dem Jagd gewinnen können. Also eine Akustikshow, die vor Einlass stattfindet. Und da bin ich gerade, also dann suchen wir jetzt gerade noch die Gewinner und losen die aus und so. Aber das ist eine Sache, und Leute, die nicht beim Jagd dabei sind, die können gerade noch ein Weihnachtspaket von uns nach Hause geschickt bekommen. Genau, das packe ich persönlich ein. Das packst du persönlich ein. Ich pack das ein. Und mit einer netten Widmung, ihr Niklas Unnerstahl. Genau, ihr freundlichst hoch, Niklas, hoch, und hocherfreut Niklas Unnerstahl. Sincerely. Du musst mir gleich noch ein paar Kartons mitgeben. Ja, ja. Das gebe ich dir mit, und dann verschicken wir was. Das wird gut. Genau. Und wer noch mitmachen möchte, für den Newsletter einfach eine E-Mail mit Start an post@highspencer.de. Sehr gut. So, wir hatten noch, das auch alles hier so ein bisschen, machen wir eigentlich eine Weihnachtsunterbrechung mit dem Podcast? Ich glaube schon. Ich glaube auch, ja. Ja, ich glaube, dass vielleicht kommt nach dem Jahresabschlusskonzert schön passend dann zu Heiligabend noch eine Folge raus. Ich glaube, das wäre cool, und dann machen wir erstmal, weil wir müssen ja auch mal ein bisschen... Hier, Füße hoch. Füße hoch zwischen Weihnachten und Neujahr. Machen wir eine kleine Pause. Dann geht es im neuen Jahr frisch weiter und mit ganz viel neuem Kram. Ich glaube, das wird gut, und ihr könnt euch freuen. Um es weihnachtlich abzuschließen, denn wir sind bereits bei 1457 Takten Aufnahme. Ich habe vergessen, umzuschalten in die Zeit, aber wir nehmen auch schon gut auf, glaube ich. Ja. Malte, Weihnachtsbaum, ja oder nein? Also Weihnachtsbaum, meinst du jetzt einfach einen Weihnachtsbaum im Haus stehen haben? Ja. Ja, auf jeden Fall. Macht ihr auch hier in der WG mit Jannis und dritter Partei? Nee, machen wir nicht, weil kein Platz. Okay. Und
vielleicht auch keine Lust, aber vor allen Dingen kein Platz. Und vor allem, weil man ja vielleicht Weihnachten auch zum Großteil woanders, ne? Ja, genau, wir sind wahrscheinlich nicht hier. Woanders, ne? Genau, ja. Aber prinzipiell finde ich Weihnachtsbäume wirklich immer schön, muss ich ja doch sagen. Und ich mag auch vor allen Dingen große Weihnachtsbäume. Weihnachtsbäume, die wirklich vom Boden, die nicht auf kleinen Tischen stehen. Also es gibt ja die Variante Tisch, Weihnachtsbaum drauf, etwas kleinerer Weihnachtsbaum drauf oder großer Weihnachtsbaum, der auf dem Boden steht. Finde ich viel besser. Finde ich auch viel besser. Zweite Variante. Ja, zweite natürlich. Variante. Ja. Und ich glaube, es gibt bei allen Menschen so Rituale fürs Schmücken von Weihnachtsbäumen. Das finde ich eigentlich auch immer ganz gut. Ja, ist richtig. Ich werde heute einen kaufen. Du wirst heute einen kaufen? Ja, ich kaufe heute noch einen. Bei uns im Dorf, bei der Jugend. Da holst du dir jetzt einen Weihnachtsbaum. Wie ist so gerade der Weihnachtsbaumkurs? Ja, der warte, wie nennt man es? Der Index? Den Wachs. Nein, der Index heißt Weihnachtsbaum. Der DAX. Nee, aber der Weihnachtsbaum, der Kurs liegt, ich glaube, das ist so zwischen 15 und 20 Euro. Hätte ich jetzt auch getippt. Ja, also je nach Größe und so, aber... Das habe ich auch, also hier so Menschen, die Weihnachtsbäume verkaufen, ne? Ja. Sind das immer Gärten, also so Gartenlandschaftsbauer? Es gibt Baumschulen. Und ja, so. Und das aber ich habe ganz oft das Gefühl, das machen Leute auch so nebenbei. Ja. Weißt du? Ja, kann sein. Also ich meine, das ist halt gerade so halt Bauernhöfe zum Beispiel auch, die viel Fläche haben und dann halt sagen, okay, das Getreide reicht und die Kartoffeln reichen. Ja. Ich habe noch Platz und baue da kleine Tannen an. Krass. Und dann, die werden dann einmal im Jahr hochgezogen und dann gefällt und dann... Ja, und dann stellt man sich das auf den Verkauf. Also, ganz ehrlich, das muss ich ja irgendwie rechnen. Ne? Also ich denke immer so, ich finde 15 Euro für einen Baum echt eigentlich gar nicht so viel. Ja. Also man muss ja viele verkaufen. Du kannst ja nicht einfach 12 Stück davon aber pflanzen. Ey, Moment mal. Also richtig große Weihnachtstannen, also keine auf den Tisch stehen, die kosten mehr. Die kosten mehr als 20 Euro. Ich werd dir berichten davon, was die kosten. Ich tippe 35. Also ich kaufe heute einen, der so, ich schätze mal, knapp 2 Meter hoch ist. Aber dann ist auch vor allen Dingen, das ist auch ein wahnsinnig optisches Geschäft. Also da werden die Weihnachtsbäume, die nicht perfekt gewachsen sind, die kosten weniger und so. Schade. Ich finde. Ich will, ja genau. Ja. Aber und was ich noch sagen will, ich glaube, Weihnachtsverkaufsgeschichten, da wird übermäßig viel Alkohol getrunken. Für die Leute. Richtig. Die haben nämlich immer diesen Glühweinstand da und immer so, ja hier, wenn wir nochmal einen ausgetrunken haben, dann trinken wir noch einen Schnaps zusammen. Ich glaube auch, dass dadurch sich alles rechnet. Ja, glaube ich auch. Glühwein vertickert auch für 1,50 Euro und der kostet ja nichts. Und dann wird der billige Fusel warm gemacht, weil warm schmeckt das ja. Also wenn man das kalt trinken würde, würde man... Ich glaube, die haben es gibt dann auch hier diese kleinen Studentenjobs oder hier diese Schülerjobs, die, das hieß bei uns immer so, und willst du nicht noch irgendwie für 10 Euro pro Stunde da eben noch auf dem Weihnachtsmarkt da oder auf dem Dings die Dinger verkaufen und so. Das war damals auch mal ein Ding bei uns. Aber das führt noch zu einer weiteren Sache, was es jetzt ja mittlerweile auch gibt, dass man sich Tannenbäume bestellen kann. Aldi, hat jetzt Tannenbäume, aber es gibt natürlich auch Lidl oder Netto. Ja, aber ich habe jetzt im Katalog gesehen. Ja, aber du kannst die halt auch im Internet bestellen, dass sie die dir nach Hause liefern. Also das finde ich total, also natürlich ist das für manche Leute sicherlich eine gute Variante, wenn die nicht mehr gut laufen können zum Beispiel. Oder gerade für wenn ich mir jetzt meine Großeltern vorstelle in den letzten Jahren oder so, dann ist das wahrscheinlich nicht schlecht gewesen, wenn die sich das hätten liefern lassen können. Ja. Aber wir konnten denen ja auch einfach mitbringen. Ja. So. Nur es ist doch, also wenn man sich schon einen Weihnachtsbaum kauft, dann will man sich den doch auch angucken. So, dann geht man da hin. Das stimmt. Und dann ist das doch eine Aktion, die man macht und nicht einfach so, wir brauchen noch einen Baum. So wie wenn man Batterien bestellt oder so, weil man die halt braucht. Ja, das stimmt. Also ich finde das auch toll, eine Aktion daraus zu machen. Ja, aber das Schmücken auch nicht einfach so 3 Kugeln dran, sondern halt sich auch ein bisschen Gedanken drum machen. Apropos Weihnachtsbaumschmuck. Es gibt ja Lichterketten. Ja. Die man dann in einem Ding mal ausdreht. Das habe ich als Kind immer schon faszinierend gefunden, dass man an einem Ding dreht und den den Stromkreis sozusagen unterbricht. So nämlich. Ich tippe so in den vor 50 Jahren und sowas, da wurde ja nicht mit Lichterketten gearbeitet, sondern noch mit echten Kerzen, oder? Ja, gibt mit echten Kerzen. Meine Oma hat das auch damals gemacht. Meine Oma hat, die hat das nämlich auch noch eine Zeit lang gemacht.
Und, da musst du ja höllisch aufpassen. Da musst du höllisch aufpassen. Gerade beim Schmücken schon. Passt das noch vom Winkel und zu dem Ast? Weil die Dinger sind wie viele Weihnachtsbäume sind denn bitte vor 50 Jahren abgefackelt? Ja, aber das ist Hausbrände. Das ist wie mit dem Anschnallen, dass man sich nicht anschnallen musste. Und wie viele Leute müssen damals bei Autounfällen draufgegangen sein? Und es gab ja auch gar kein Licht. Also kein elektronisches. Vor 200 Jahren. Ja, okay, gab's denn die Weihnachtsbaumkultur? Wie lange gibt's die schon? Boah, das ist eine gute Frage. Ist das gleichzeitig mit Coca-Cola und dem Weihnachtsmann gekommen und so? Boah, das könnte Nein. Aber wie lange gibt's? Ich könnte dir das gerade nicht sagen. So, ob das so vor. Ich kann dir das auch nicht sagen, ob das vor 100 Jahren schon. Doch, ich glaube 100 Jahre auf jeden Fall. Aber. Keine Ahnung. Doch, vielleicht doch, doch. Ich glaube, ich habe da mal was gehört. Ja, aber das ist, wir haben mal überlegt, so ein paar grundsätzlich Kerzen einfach bei uns in der Wohnung so anzumachen. Ja. Und haben dann aber gemerkt, dass es nicht gut ist, weil die Katze das auch interessant findet. Die hat sich nämlich letztens ihre Augen, also die hat ja so Barthaare und an den Augenbrauen quasi auch noch so längere Haare. Und dann hat sie sich da so drüber und hat die sich so ein bisschen das angefackelt. Ach du Scheiße. Und dann haben wir das auch nochmal nachgeschlagen und so, dass früher damals ganz viele Häuser abgefackelt sind, weil sich Katzen am Kamin angezündet haben. Die haben sich da vorgelegt, weil es warm ist und dann ist der Schwanz so ins Feuer gefallen. Die merken das nicht sofort, haben die angefangen zu brennen und sind durchs Haus und haben andere Sachen angefangen. Und dann waren die Häuser ja immer damals viel zu nah aneinander und dann ist es mal übergegangen. Und deshalb hat man bei Anno oder bei anderen Strategiespielen ja auch immer Lücken gelassen in den Hausbaugeschichten. Damit die Flamme nicht überspringt. Das glaube ich gab es im wichtigen Da dachten wir auch so, alles klar, no Teelichter more for our the cat. Flat. Also Flat. Wohnung. Ja. Flatcat, was auch immer. Aber das fände ich nicht so schön, wenn die Katze auch brennt. Oh Gott, Katze brennt. Ja, weil also, so eine Flamme ist ja schon interessant, wenn man das selten sieht, ne? Ja. Wenn die so, und dann ist das warm und so. Die legt sich ja auch immer gerne vor der Heizung. Naja. Ja, aber ich kaufe heute einen Weihnachtsbaum, weil wir sind ja umgezogen. Und, ey, wir beide bringen euch hier echt durch die Weihnachtszeit. Absolut. Im Moment, ey. Und letzter Podcast vom Jack. Kommt der Dienstag raus. Stimmt. Wenn ihr den hört, sind wir wahrscheinlich fleißigst am Proben, damit das alles sehr gut wird. Es gibt ein, zwei Überraschungen noch. Und wir sehen uns dann einfach nächsten Samstag in der Lagerhalle. Pünktlich in der Lagerhalle. Das wird ein gutes Ding, passt. Also es wird richtig voll. Es wird wirklich richtig voll. Ja. Kommt früh und sichert einen guten Platz. Ja, genau. Und wenn ihr da rumspringt, passt auf euch auf. Schon mal vorher gesagt, das ist wirklich immer, wollen da keine Verletzten. Ja, Spaß haben ist immer gut, aber ein bisschen Rücksicht auf andere ist gar nicht schlecht. Ja, auf jeden Fall. Wir freuen uns. Shoreline ist am Start und es gibt wirklich ein paar tolle Aktionen. Also seid dabei, wir freuen uns auf euch. Nächstes Jahr kommt auch wieder ganz viel tolles Zeug auf euch zu. Ja, 2020 Absolut. Steht in den Startlöchern. Jo, und das wird richtig tippitoppi. Tippitoppi, Malte, ich wünsche dir dann noch ein schönes Wochenende. Passen 15:30 Bundesliga, oder? Ja, das kriegen wir hin. 14 Uhr. Eben 4. Weihnachtsbaum kaufen und dann. Das machst du noch davor? Ja, klar. Ja, das ist jetzt aber keine große geplante Aktion. Die haben auch nur. Nee, schon aussuchen und alles. Ach so. Aber das ist ja, wie lange fahre ich jetzt nach Hause? 20 Minuten und dann eben dahin fix. Ja. Eben nach Hause holen, weil die verkaufen nur heute und morgen da. Und dann nächste Woche, glaube ich, nochmal. Aber ich will gerne jetzt schon einen haben. Und dann wünsche ich dem BVB alles Gute für heute. Danke. Bitte schön. Vielen Dank. Schalke auch, Niklas. Schalke ja, die spielen, ich bin morgen da. Du bist da auf Schalke? Ja, man sagt auf Schalke. Ne? Man sagt auf Schalke. In Gelsenkirchen. In der Arena, wo das Dach. Oh, ja, aber die Arena ist, glaube ich, das Allerschönste in der ganzen Stadt. So rein optisch. Wahrscheinlich tolle Menschen. Tolle auch, Menschen. Auch. Ja. Glück auf. Glück auf. Man, ne? Ja, morgen gegen Frankfurt mal gucken, was das gibt. Mal gucken. Die drei Punkte bleiben im Pott, oder was? Ja, sicher. Ja klar. Hoffen wir es. Ja. Mal schauen. Und ich hoffe, dass endlich auch mal wieder auf den Fußballplatz kommst mit deinem Knie. Ja, ich hoffe auch, dass das irgendwann nochmal wieder geht. Ich mich dann nicht nochmal verletze. Sinne, geht. Mit diesem Witz. Haben Adios, wir euch in den zweiten Advent, dritten Advent. Ich hätte fast Weihnachten verpennt. Ah ja, stimmt. Ist es dritter Advent? Nee, morgen. Morgen. Morgen ist... Ja, morgen ist dritter Advent bei uns. Stimmt. Das heißt, wenn ihr das hört, ist schon dritter Advent gewesen und ihr steuert haargenau auf den vierten zu. Genau. Und nächste Woche wird auch das letzte Weihnachtsgeschenk von mir gekauft. Irgendwie. Die längste Verabschiedung aller Zeiten. Macht's gut. Ich habe alle Weihnachtsgeschenke. Wollte ich nur nochmal sagen. Wow. Ich habe jetzt alles. Wow.
Boah, perfekt, ey. Ich hab's mir auch einfach gemacht. Aber auch gut. So, jetzt reicht's aber. Macht's gut. Macht's gut. Tschüss. Falalala, lalala. Tschüss. Tschüss.